Also, wir hatten ja das letzte Mal diese Lehre, wo es um das Erleben des neuen Bundes ging. Und das war natürlich ein Riesenthema, was wir nur anreißen konnten. Und es gibt natürlich viele Fragen dazu, die werden wir auch heute auch nicht alle klären. Aber trotzdem will ich daran anknüpfen, denn wenn wir einerseits sagen, ja, durch Jesus ist alles vollbracht und wir sind jetzt herausgefordert, darin zu leben, dann stellt sich natürlich trotzdem ganz konkret die Frage, ja, wie geht das denn überhaupt? Und viele Dinge, die uns verheißen sind oder die uns gegeben sind, die erleben wir eben vielleicht noch nicht. Und deswegen ist es irgendwie wie ein Paradox. Und ich habe auch mal nachgeguckt, was Paradox bedeutet. Und da bin ich eigentlich auf eine schöne Aussage gekommen. Also die Analyse der Paradoxien kann zu einem vertieften Verständnis der betreffenden Gegenstände bzw. Begriffe führen. Also ein Paradox ist erstmal rein vom Wort her ein Widerspruch oder also es ist wider Erwarten und es ist wider die gewöhnliche Meinung oder so, ne? Also es gibt etwas und das andere widerspricht dem wie. Aber Paradoxien kann man, wenn man sie analysiert, zu einem ja, besseren und genaueren Verständnis des entsprechenden Gegenstandes führen. Und genau darum geht es in unserer Beziehung mit Gott. Wir wollen in dieser Beziehung in die Tiefe wachsen und diese Paradoxien genau anzugucken. Und warum ist das so? Und wie gehen wir damit um? Hilft uns, tiefer einzutauchen in diese Geschichte und die Beziehung mit Gott ja, tiefer zu verstehen. Und das Paradox, das schreibe ich auch mal auf. Das besteht ja insofern, als dass wir auf der einen Seite das Kreuz haben und Jesus sagt, es ist vollbracht. Und auf der anderen Seite unser menschliches Herz ist Herz. Als ganzheitlich gedachtes, wo alles mit reinzählt, ja, unsere Empfindungen, aber auch unser Wollen, unser ganzes Leben, das menschliche Herz. Und das, was diese beiden Dinge verbindet, ist die Beziehung. Also schauen wir mal hier. Die Beziehung. Wenn es jetzt in Bezug auf bestimmte Dinge oder auch Gottes Regentschaft in dieser Welt geht, kann man auch sagen, das ist die Kooperation. Also die Beziehung bezieht sich jetzt mehr noch auf die persönliche Herzensebene. Aber Gott will ja auch durch uns Dinge in dieser Welt bewirken. Und da könnte man auch diesen Begriff der Kooperation nehmen. Das Ding ist nämlich, Jesus ist einerseits unser Erbe und er hat alles für uns erworben und es ist vollbracht. Und auf der anderen Seite befinden wir uns auf einem Lebensweg, auf dem wir werden, was wir schon sind durch Jesus. Und dieser Weg, der ist eben von dieser Beziehung geprägt und dieser Weg bezeichnet den Prozess, in dem wir Jesus letztlich immer ähnlicher werden. Man könnte auch Theosis sagen, das ist ein Begriff aus der Orthodoxie. Das ist die Vergottung des Menschen. Das heißt, dass wir durch Nachfolge und durch das Leben im Heiligen Geist, durch die Beziehung mit Jesus immer mehr verwandelt werden in sein Bild. Das ist das Ziel. Und Jesus ist ja ganz Gott gewesen und ganz Mensch. Und insofern gibt es für diesen Lebensweg, den wir gehen, dieses Bild der Theosis, der Vergottung des Menschen. Und das geschieht eben durch Beziehung. Also es ist nicht anders möglich. Es ist nicht durch Leistung möglich. Es ist nicht durch Anstrengung möglich, sondern allein durch Beziehung. Und genau darum soll es heute ein bisschen gehen. Wie kann das sich ganz praktisch vollziehen? Und wie ist dieser Weg? Und dazu habe ich einfach auch verschiedenste Gedanken, die ich mit euch teilen möchte.
Das Erste ist, und das ist das Wichtigste, dass wir immer wieder erstmal davon ausgehen, es ist vollbracht. Dass also die Grundlage für all das, was wir werden sollen, schon gelegt ist. Und all das, was, ja, wozu wir berufen sind, das ist schon da. Es ist äußerst wichtig für unser Verständnis, weil wir dadurch in die Haltung des Empfangens kommen und nicht des Erzeugens oder des Machens. Die Grundlage, dass alles vollbracht ist, ist so wichtig, immer wieder in allem, was wir geistlich erleben, weil es darum geht, dieses vollbrachte Werk zu empfangen und nicht durch Anstrengung an irgendeinen Punkt zu kommen, der noch irgendwie erzeugt werden muss. Nein, es ist alles vollbracht. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass am Anfang von diesem vollbracht, das ist vielleicht hier oben drüber noch die eigentliche Urgeschichte, dass wir hier, ich schreibe einfach mal liebender Vater hin, das Ding ist, dass wir einen liebenden Vater haben, der uns von Herzen sucht und der genau diese Theosis in unserem menschlichen Leben möchte, der uns alles schenken möchte und. Und dieser liebende Vater hat uns durch dieses Kreuz und durch Jesus die Möglichkeit gegeben, dadurch, dass es vollbracht ist. Also die Liebe des Vaters, und das war auch in der letzten Lehre am Anfang so das Thema, diese selbstlose Liebe, der liebende Vater ist natürlich die Grundlage wiederum dafür, dass es vollbracht ist und seine freie Entscheidung. Also das ist nochmal wichtig zu sehen. Und ich will jetzt versuchen, so ein bisschen, dass es hin und her zwischen dem, es ist vollbracht und unserer christlichen der christusgemäßen Natur und dem neuen Menschen, der auf dieser Seite abgebildet wird und dem, was unser Herz auf dieser Seite repräsentiert. Das soll es jetzt mal ein bisschen hin und her gehen und da will ich uns in Prozesse mit reinnehmen. Also, es ist vollbracht und dadurch sind die Sachen eigentlich schon zu uns Menschen gekommen. Und wir Menschen, wir haben ja eine gewisse Sehnsucht, ich schreibe mal oben drüber, himmlische Sehnsucht. Es gibt Dinge, die in unser Leben angelegt sind, zum Beispiel dieser Wunsch, eigentlich das Gute zu wollen oder so. Das ist eine himmlische Sehnsucht und die ist in uns reingelegt und die ist wichtig und die ist auch von diesem liebenden Vater, weil wenn wir dieses Empfinden nicht haben, etwas von diesem liebenden Vater zu empfangen, dann würde das überhaupt nicht, würde erstmal diese Beziehung überhaupt nicht zustande kommen. Und jeder Mensch hat diese himmlische Sehnsucht da. Paulus beschreibt es auch, dass die Heiden eigentlich dadurch, dass sie Gott in der Schöpfung offenbart bekommen haben, eigentlich etwas ahnen können von dem liebenden Vater. Es ist etwas in uns angelegt, was nach Gott sucht und was ihn ersehnt. Und das ist das, wo Gott anknüpft und was ein Beweis dafür ist, dass wir ja, uns nach ihm sehnen. Und durch diese Sehnsucht fangen wir an zu beten. Der Ausgangspunkt ist der Liebe des Vaters, der sich die Beziehung wünscht. Dem steht gegenüber unsere Sehnsucht und die wiederum zeigt sich dann durch Gebet, dass wir uns Gott nahen und dass wir uns ihm zuwenden. Und Gott hört. Hört und antwortet. Und alles, was ich hier aufschreibe auf dieser Seite, ist natürlich logisch, dass es durch Jesus Christus geschieht. Er ist diese Offenbarung Gottes und in ihm erkennen wir den liebenden Vater. Er sagt, ich und der Vater sind eins und das, was der Vater im Himmel sagt und tut, das tue ich. Ja, also Gott fängt an, auf diese Gebete, die aus dieser Sehnsucht herauskommen, zu antworten, nämlich durch Offenbarung. Durch Offenbarung
auch seines Willens und seines Weges, weil natürlich, wenn wir die Dinge von Jesus sehen, dann wird es klar, was, mit wem wir es zu tun haben. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das Leben. Offenbarung seines Weges. Und dadurch sind wir in der Lage, in Einheit zu kommen mit diesem Willen. Das ist natürlich eine Herausforderung, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Aber wenn sich Jesus offenbart und sagt, ich bin der Weg, dann bedeutet das, dass wir entscheiden müssen, wollen wir diesen Weg gehen und wollen wir mit Jesus die Gemeinschaft haben oder wollen wir sie nicht. Das ist das, was in unserem Herzen sich entwickelt. Und durch die Einheit mit Jesus kommt das Vertrauen auf Gott. Weil wir sagen ja natürlich, wenn wir mit Jesus eins sind und wir wollen ja das Gute und das Beste, sagen wir, okay, wir stimmen mit Gott überein, wir stimmen mit Jesus überein. Und wenn wir das von Herzen tun, dann können wir das nicht anders tun als durch Vertrauen. Also das bedeutet nun schon, dass man dann konkret sagt, okay, Gott ist gut und ich vertraue auf ihn. Und deswegen mache ich mich mit seinem Anliegen eins und mit seinem Weg mache ich mich eins. Und der Glaube bewirkt dann, dass Gott handeln kann. Gott handelt. Es ist möglich, dass Gott dadurch Wunder tun kann. Es ist möglich, dass Gott uns dadurch einfach auch seine Liebe zeigt und. Es steht auch in der Schrift, dass ja, man Gott nicht gefallen kann, wenn man ihm nicht glaubt oder nicht vertraut. Es ist unmöglich, ja, Gott zu gefallen, wenn man keinen Glauben hat. Und damit ist dieses persönliche Vertrauen gemeint. Aber Gott kann auch zum Beispiel dann durch uns handeln, ja. Ich schreibe einfach mal Wirken Gottes hier hin. Ich mache das dann an Beispielen gleich noch ein bisschen praktischer. Wirken Gottes. Und jetzt kommt das Interessante, das gibt dann hier die Früchte in unserem Leben. Ich nenne es mal Früchte des Geistes allgemein. Das Interessante ist, Jesus sagt ja, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Die Früchte, die Gott aber bewirkt, die hängen ja an der Rebe. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn Gott durch uns wirkt oder an uns wirkt, mit uns sein Reich baut, werden die Früchte erstmal an unserem Leben sichtbar und an dem, was wir tun. Und gleichzeitig ist aber durch diesen Weg klar, dass es natürlich von Gott ist, weil die Reben aus sich selbst natürlich keine Frucht bringen, sondern nur durch die Verbindung mit dem Weinstock bringen sie Frucht. Und deswegen folgt dann am Schluss Lobpreis und Anbetung Gottes. Anbetung Gottes und für alle ist klar, einfach ausgedrückt, Gott ist gut. Und das ist die Art und Weise, wie ihm letztlich Ehre gegeben wird. Wenn wir also sagen, Gott ist gut, dann geben wir ihm die Ehre, weil das ist sein Wesen. Und das Interessante ist, Jesus beschreibt es auch in den Momenten, wo es um Ehre ging. Also er sagt, man nimmt sich nicht die eigene Ehre oder sowas, sondern es gibt den himmlischen Vater, der einen ehrt. Und das ist auch das, was wir Menschen eigentlich von Gott empfangen werden. Wir werden unsere Ehre nicht selber suchen, wir werden für diese Ehre nicht selber kämpfen, denn wir wissen, Gott wird uns ehren. Und jetzt will ich das mal an praktischen Beispielen offenbar machen. Also,
Wenn wir zum Beispiel den Lebensbereich von Heilung in unserem Leben anschauen, dann ist es so, dass wir einen liebenden Vater haben. Meine Tochter, die war jetzt zum dritten Mal eine Woche im Krankenhaus. Und wenn ich sehe, dass meine Tochter krank ist, dann schreit alles in mir, das nicht zu wollen. Und Krankheit ist nie von Gott. Und Gott kann das überhaupt nicht leiden und sein Herz ist bedrückt, wenn seine Kinder krank sind. Gott möchte nie, dass wir krank sind, weil er ein liebender Vater ist und er Fülle des Lebens für uns will. Deswegen hat er Jesus Christus gesandt, der alle Krankheit getragen hat. Und es ist vollbracht. Gucken wir in unser Leben, ist es so, dass wir natürlich auch die himmlische Sehnsucht in uns haben nach Gesundheit. Ist doch völlig klar, wer will schon krank sein? Und deswegen fangen wir an zu beten und zu Gott zu schreien. Gott hört dieses Gebet natürlich, weil es ist ja sein Wunsch als liebender Vater, dass Heilung durch das Kreuz in unser Leben fließt. Und Gott fängt an zu antworten und mit uns über diese Dinge zu reden und uns den Weg der Heilung zu offenbaren. Und das ist interessant, weil hier kommen die Sachen dann in Bewegung. Ich kann mal ein persönliches Beispiel erzählen. Ich war jetzt wandern in den Bergen und da habe ich mir Wanderstöcke gekauft. Und es ist so, wenn man jetzt nicht so eine ausgebildete Muskulatur hat, weil man ständig Sport macht, dass dann die Muskeln auch also ein bisschen nachlassen und die Knochen beansprucht werden. Ne? Und dann geht es auf die Knochen. Da kriege ich hier, manchmal habe ich dann im Arm so ein bisschen, also im Gelenk Schmerzen gekriegt. Und das liegt daran, weil ich vor, weiß nicht, 6 Jahren vielleicht oder 7 Jahren, habe ich mal bei meinem Schwiegervater umgegraben. Und ich habe mich völlig übernommen. Ich habe 4 Stunden umgegraben. Ich wollte es unbedingt schaffen und hatte einen totalen Ehrgeiz und wollte meinem Schwiegervater, der Gärtner ist, beweisen, dass ich auch das gut mache. Und dadurch habe ich damals habe ich mich überansprucht und habe mir so einen kleinen Schaden wie zugezogen gehabt im Ellbogen. Und immer wenn ich den überanspruche, dann kommt es wieder raus, weil das die Wurzel von diesem Ding ist. Und als ich so wandern war und es anfing weh zu tun, habe ich mit dem Herrn darüber gesprochen, habe gesagt, oh Mann, Jesus, ja, ich weiß, es ist wegen der Aktion. Und ich habe innerlich einfach Buße getan, beziehungsweise bekannt, dass das halt einfach doof war damals. Das hätte ich einfach lassen sollen. Ich bin über meine Kraft gegangen und habe dadurch einen kleinen Schaden gemacht in meinem Ellbogen. Und habe gesagt, Jesus, tut mir leid. Das war irgendwie doof. Du sagst, wer ich bin und mein Wert ist in dir und das ist okay und ich muss mir nicht so arbeiten. Und da habe ich dann das bekannt und dann habe ich einfach Heilung in Anspruch genommen. Und ich habe mich an diesem Punkt, denke ich mal, mit Jesus eins gemacht und mit seinem Weg und habe etwas gelernt aus dieser Sache und bin an die Wurzel gegangen mit ihm im Gespräch. Also all das, was hier stattfindet, das ist ja der Austausch und die Beziehung, wo wir mit Jesus über diese Dinge reden, weil er möchte ja, dass wir die Fülle des Lebens haben und er möchte nicht, dass ich dieses Problem im Ellbogen habe. Und das Schöne war, dass dann tatsächlich in dem gesamten Urlaub mein Ellbogen nicht mehr wehgetan hat und ich konnte richtig coole Wanderungen machen und hatte das Problem nicht mehr. Und so ist es einfach auch, dass wenn wir mit Gott über die Dinge reden, dann müssen wir uns eins machen mit seinem Willen und mit dem Weg, den Jesus für uns hat. Und das Ding ist ja, dass es ein guter Weg ist. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Und dann habe ich angefangen, ich musste natürlich auch einfach dann vertrauen. Ne? Also ich habe mich eins gemacht, habe gesagt, ja, Jesus, das war irgendwie ein blödes Motiv damals. Und habe gesagt, tut mir leid. Und dann habe ich einfach vertrauen. Und Gott hat gehandelt. Und er konnte wirken und diese Schmerzen kamen nicht mehr. Und die Früchte sind natürlich auch an mir sichtbar geworden. Ja? Und dann kann ich Gott loben und ihn preisen und sagen, ey, du bist gut, du hast dafür gesorgt, dass es nicht wehtat. Und Gott, ja, weiß ich nicht, ob er uns ehrt. Auf jeden Fall kann ich jetzt ein Zeugnis erzählen. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder eine andere Geschichte. Im Hauskreis vor vielen Jahren hatten wir ein Mädel, na, die hat sich halt auch einen Freund gewünscht, ja, und sie hat immer ein bisschen darum gerungen und gekämpft auch ein Stück weit und auch gezweifelt und wie wird das werden. So, ist doch klar, sie hat einen liebenden Vater, der möchte, dass sie einen guten Mann bekommt. Und Jesus sagt auch, es ist schon vollbracht, der Mann, der war ja schon da, es ist ja nicht erst noch geboren worden oder so. Und selbst da wäre er ja schon in Gottes Plan gewesen, aber er war schon da.
Und sie hat natürlich diese himmlische Sehnsucht gehabt und wollte unbedingt einen Mann haben und hat deswegen auch gebetet. Und wir haben auch im Hauskreis darüber gebetet. Gott hat dieses Gebet natürlich gehört und er hat angefangen, mit ihr darüber zu reden. Sind wir wieder an diesem Punkt. Und er hat gesagt, ach Mensch, mach dir doch nicht so einen Stress, vertrau mir, lass das mal los und versuch nicht, dein Herz mit diesen Dingen auszufüllen, sondern such zuerst mich. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema, das auch loszulassen und darauf zu vertrauen und zuerst Jesus zu suchen. Gott sagt ja an einer bestimmten Stelle auch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird mir alles zufallen. Aber in einem gewissen Prozess hat sie sich mit dieser Art und Weise eins gemacht, hat sich mit Gott eins gemacht und hat gesagt, okay, ich lasse das los. Und die hatte dann eine Phase, da hat sie gesagt, ach, ich habe das jetzt gut angenommen, dass ich keinen Freund habe und ich lebe mein Leben mit Jesus und gehe den ganz normalen Lauf der Dinge und vertraue, dass alles wird. Und siehe da, ein halbes Jahr später oder was, ein Jahr, das weiß ich nicht, hat Gott ihr einen Mann geschenkt. Und erstmal als einen Freund natürlich. Und dann später haben sie geheiratet, haben mittlerweile auch ein Kind. Vielleicht sogar schon zwei, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall konnte Gott wirken. Und die Früchte dessen werden an ihrem Leben sichtbar. Und sie kann Gott darüber preisen, dass er gut ist. Und sie ist eine glückliche Frau und damit ein Zeugnis für Herrn Jesus. So ist es. Oder ein neues Beispiel aus meinem Leben, ich will nicht zu viel von mir erzählen, aber das einfach praktisch wird. Ich habe ein neues Auto gekauft und das Auto hat noch keine Winterreifen und ich brauche Winterreifen. So. Da habe ich gebetet, oh himmlischer Vater, du bist ein guter Gott, das weiß ich, du wirst mir diese Reifen schenken. Und es ist schon verbracht, die sind schon da und du wirst mich auch versorgen. Ich meine, wenn ein Kind zu einem kommt und sagt, ja, Papi, kann ich das haben, kann ich das haben, das ist, berührt einen immer. Man möchte immer, dass es seinen Kindern gut geht. Insofern denke ich auch, na klar, will Gott mir diese Reifen schenken. Ich habe natürlich auch eine Sehnsucht, aber auch ein bisschen Druck. Na, irgendwann kommt der Winter und dann brauche ich Winterreifen. Also habe ich gebetet. Gott hat das Gebet auch gehört. Und er sagt, vertrau mir, lass einfach los. Was habe ich gemacht? Naja, bei Autos ist bei mir immer ein bisschen schwieriges Thema. Mit Autos könnte ich mich ewig beschäftigen. Da ist so ein bisschen Leidenschaft da. Habe dann angefangen, auch nach Winterreifen zu suchen. Und habe es ein bisschen probiert, hier und da. Und es hat natürlich nicht geklappt. Warum? Weil ich es nicht ganz losgelassen habe. Und ich muss einfach, an dem Punkt bin ich jetzt quasi gerade, dass ich hier lerne zu vertrauen und sagen, okay, ich suche nicht, er wird sich drum kümmern und es wird sich was ergeben. Warum? Weil er ein liebender Vater ist. Er ist gut, es ist vollbracht und er wird mir das geben. Und ich muss es halt einfach an der Stelle lernen, dort das ganz, ganz loszulassen. Und es gibt Bereiche in unserem Leben, da fällt uns das manchmal leichter, weil wir sagen, ach, na komm, das ist mir eh nicht so wichtig, wird schon einfach gehen. Und es gibt aber auch Bereiche, da haben wir so Leidenschaft oder so Dinge, da wollen wir gerne selber. Und da haben wir eine ganz, ganz klare Vorstellung von dem, wie es eigentlich laufen könnte. Und da fällt es dann schon schwerer. Genau. Also bin ich mal gespannt, wie Gott handelt. Bis jetzt habe ich die Reifen noch nicht, aber das wird schon noch kommen. So. Und mit Vergebung oder anderen Dingen, die wir in unserem Leben erleben, ist es das Gleiche. Gott möchte, dass wir in Beziehungen leben, die geordnet sind und dass wir untereinander in guten Verhältnissen leben. Und er möchte nicht, dass Streit ist und so. Und möchte, dass Vergebung in unserem Umfeld, in unserem Leben offenbar wird. Er hat dafür schon alles getan. Es ist wieder so, wir müssen nichts erzeugen, sondern wir können und wir dürfen einfach in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat an dieser Stelle. Und das ist wiederum die Grundlage dafür, dass wir den Grund haben, auch zu beten und unsere Sehnsucht zu Gott zu bringen, zu sagen, oh, ich wünsche mir so an dem und dem Punkt Versöhnung mit jemand. Und Gott hört das und er kann dann Wege offenbaren, wie das möglich ist. Tu ihm doch das Gute. Oder bringt auch manchmal erst noch was in unseren eigenen Herzen in Ordnung, wo wir auch vergeben müssen. Und Gott handelt auf diese Art und Weise und sein Wirken wird auch zwischen uns Menschen offenbar. Also das einfach nur, damit ihr dieses Farbenwirrwarr, was ich hier rangemacht habe, ein bisschen versteht. Und das Schöne ist, dass wir auf diese Art und Weise in all den Lebensbereichen, die wir so mit Gott durchgehen, diese Theosis erleben. Wir erleben dadurch die Verwandlung in das Bild Jesu. Warum? Weil wir das in Anspruch nehmen und weil wir auf Jesus hören und letztlich hier an diesem Punkt seine Herrschaft anerkennen. Und es ist so ein Thema, das hat mich heute früh auch nochmal beschäftigt, Jesus als König.
Es ist so, dass im Himmel, wie jeder liebt Schätze, ja, und Kinder suchen Schätze. Man buddelt im Wald unter irgendeinem Baum, weil man denkt, man glaubt, dort irgendeinen Schatz zu finden. Wir lieben das. Und es ist wirklich so, dass dieses Königtum, was Jesus, in dem Jesus regiert, es ist voller Schätze und es ist ganz viel Glanz da. Und wir sind berufen, aus diesen Schätzen heraus zu leben und diese Schätze in Anspruch zu nehmen. Und das wird nur funktionieren, wenn wir uns eben eins machen mit seinem Weg, weil er hat den Weg des Heils und er hat den Weg für unser Leben. Und deswegen ist das hier, glaube ich, für uns die größte Herausforderung, dass wir uns damit eins machen und dass wir lernen, darauf, auf Gott zu vertrauen. Auf jeden Fall werden wir durch diese Prozesse in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens, sei es Versorgung auch, sei es Beziehung, sei es eben Beruf, sei es Arbeit, Dienst, all diese Dinge, wenn wir in diesen Prozessen, in diesen Prozess durchmachen und uns von Gott verwandeln lassen, werden wir verwandelt in sein Bild. Wir werden Träger seiner Gegenwart und wir können dadurch ein Zeugnis sein in dieser Welt und machen den Unterschied. Und vor allem die Herrschaft, die wir hier anerkennen, wird durch die Früchte des Geistes auch in unserem Leben sichtbar und andere Leute sind dadurch in der Lage zu erkennen, Gott ist gut. Und auch wenn jemand Jesus vielleicht noch nicht kennt, hat er zumindest die himmlische Sehnsucht. Und wenn er dann erkennt, Gott ist gut, weil er das in unserem Leben sieht, fängt er vielleicht auch an zu beten. Und Gott kann auf diese Gebete dann antworten. Also es ist so wichtig, weil das einfach den Kreislauf wird. Und vor allem ist es so, dass dadurch das Vaterunser erfüllt wird. Jesus betet oder lehrt uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und genau dieses, wie im Himmel, so auf Erden, das vollzieht sich durch diesen Prozess. Indem wir mit Jesus und seinem Königtum übereinstimmen, wird sein Königtum unter uns, seine Königsherrschaft unter uns sichtbar. Das Königtum selber ist es unsichtbar, weil es in unseren Herzen ist. Aber die Auswirkungen des Königtums, wie Heilung, Befreiung, Wunder, Versorgung, sind konkret verifizierbar. Sie können in dieser Welt gemessen werden. Und auch Leute, die Gott nicht kennen, werden daran erkennen, dass es dieses verborgene und unsichtbare Reich gibt. Und deswegen möchte ich mit euch noch einmal in das Vaterunser reingehen und diesen Prozess nochmal auf einer anderen Ebene mit Bibelworten mit euch durchgehen. Jesus, die erste Bitte, die im Vaterunser an uns aufgetragen wird, die uns gelehrt wird, heißt, geheiligt werde dein Name. Ich schreibe wieder die göttliche Seite hierhin und unsere Antwort hier. Geheiligt werde dein Name. Das ist die erste Bitte. So, geheiligt werde dein Name. Das heißt, dass Gott so verherrlicht wird, wie er wirklich ist und dass es möglich ist, dass Gott als der Gute erkannt wird. Und das ist das, was in Jesus Christus geschehen ist. Durch Jesus wird erkannt, dass Gott gut ist. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, ich tue die Werke meines Vaters. Und Jesus ist derjenige gewesen, der die Sünder gerechtfertigt hat, der die Kranken geheilt hat, der mit Leuten, die ausgestoßen waren, Gemeinschaft gehabt hat und, und. Jesus ist derjenige, der Gott als den guten Vater offenbart und durch Jesus ist Gottes Name geheiligt. Jesus selber ist nämlich auch dieser Heilige. Und dazu gibt es eine Bibelstelle, die ich mit euch lesen möchte aus der Offenbarung über Jesus. Also, oben, das ist abgekürzt. Jesus ist gleich einem Menschensohn.
bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Geheiligt werde dein Name. Gott ist heilig. Und er offenbart sich in Jesus Christus. Es ist auch geschrieben, dass Jesus dieses vollkommene Abbild Gottes ist. In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Wie Jesus hier beschrieben wird, ist er einfach nur heilig. Wenn man guckt, dieses Bild mit dem Gewand und mit dem goldenen Gürtel, aber auch mit den Haaren weiß wie Wolle, den Augen wie Feuer, die Stimme rauschen wie vieler Wasser und dann eben auch dieses zweischneidige Schwert, das aus seinem Mund geht, also diese klare Sprache, wo Wahrheit gesprochen wird. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Geheiligt werde dein Name. Das ist das, was wir in Jesus Christus erfahren. Der Name Gottes wird geheiligt, weil Jesus ist, wie er ist. Und das entspricht dem, es ist vollbracht auf dieser Tafel. Ja? Es ist vollbracht, auch diese Bitte des Vaterunsers ist in Jesus Christus vollbracht. Aber es geht ja weiter, wie im Himmel, so auf Erden ist dann am Ende die Bitte. Es geht eben darum, dass dieser Weg ja auch in dieser Welt sichtbar wird an uns Menschen. Deswegen, es ist vollbracht. In Jesus wird der Name Gottes geheiligt. Und das Gegenüber, was wir in unserem menschlichen Herzen sozusagen erleben, ist die Erkenntnis Gottes. Es ist natürlich so, wenn Jesus derjenige ist, der den Namen und der Gott heiligt, weil er selbst heilig ist und weil er als wahrer Gott zugleich wahrer Mensch ist. Und wenn er ja dieser vollkommen reine und heilige ist, wenn er ja sogar unser Erbe ist, dann braucht es Erkenntnis Gottes, dass das in unserem Leben real wird. Und dazu gehört der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist ist es überhaupt nicht möglich, Gott zu erkennen. Die Frage ist auch, wie kann man überhaupt etwas erkennen von Gott? Das hat dann auch was mit Erkenntnistheorie zu tun. Aber ich will erstmal ein Bibelwort lesen aus Epheser 3. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. In diesem Text stehen verschiedene Sachen drin. Zum einen das Ziel, ganz am Schluss, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Jesus ist derjenige, der heilig ist. Und er ist derjenige, der rein und vollkommen ist. Er ist aber auch unser Erbe. Er ist die Fülle Gottes. Und das ist unsere Berufung, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Wir sollen werden wie Jesus. Das ist diese Theosis. Und wie geht das? In Kapitel 3, Vers 16 steht, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Es ist was in uns wächst, weil äußerlich bleiben wir einfach Menschen. Und es geschieht durch seinen Geist. Warum brauchen wir seinen Geist? Das Ding ist, in Anfang Vers 19, wir sollen erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Es geht darum, etwas zu erkennen, was unsere Erkenntnis übersteigt. Und das ist eigentlich ein Paradox und das ist nicht möglich. Wir sollen mit unserem Verstand was wahrnehmen,
was wir aber gar nicht verstehen können. Das ist das, was gesagt wird. Und deswegen schreibt Paulus zuvor, dass wir gestärkt werden sollen durch seinen Geist am inneren Menschen. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir überhaupt erkennen können, das, was eben größer ist als wir, weil es unsere Erkenntnis übersteigt. Und aus der Erkenntnistheorie, da gibt es also von Wikipedia folgende Kurzbeschreibung, die ich mal rausgeladen habe. Die Erkenntnistheorie ist ein Hauptgebiet der Philosophie, dass die Frage nach den Voraussetzungen für Erkenntnis, also was die Voraussetzung für Erkenntnis und dem Zustandekommen von Wissen und anderen Formen von Überzeugungen, eben zum Beispiel dem Glauben, habe ich ergänzt, umfasst. Das Ding ist, wie können wir eine Sache erkennen, für die wir überhaupt nicht die Voraussetzungen haben? Nämlich, dass wir Gott erkennen sollen in seinem Wesen, wie er ist, und gleichzeitig aber seinen Geist nicht haben. Das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Man kann von außen zwar drauf schauen, aber die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, dass man mit der Brille seines eigenen menschlichen Verstandesdenkens drauf schaut, was wiederum nicht dem Gegenstand entspricht und es dadurch nicht möglich ist, diesen Gegenstand zu erkennen. Also diese Erkenntnistheorie würde fragen, ja, was ist denn dann die Voraussetzung für Erkenntnis und wie kommt denn dann das Wissen über Gott zustande? Und das wird uns in der Bibel beantwortet. Im 1. Korinther, im 2. Kapitel, Vers 11, da heißt es, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Das heißt also, andere Menschen kann ich verstehen, relativ gut, weil ich bin selber ein Mensch und ich weiß, wie Menschen ungefähr ticken, was sie so für Gefühle haben und. Und deswegen kann ich die eigentlich gut verstehen. Und dann wird geschrieben, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Genauso ist es mit Gott. Der Geist Gottes, der weiß, was Gott ist, was er seinem Wesen nach ist. Und deswegen wird in Vers 12 geschrieben, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Geist ist uns gegeben, damit wir Gott erkennen können, weil der Geist Gottes, der weiß, was in Gott ist. Und Gottes Geist wiederum bezeugt uns eben, wie Gott ist. Also ohne den Heiligen Geist ist es nicht möglich, Gott zu erkennen. Und Jesus selber lehrt das auch in Johannes im 14. Kapitel, das ist in den Abschiedsreden, da steht da, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch gesagt habe, es hat Jesus gesagt, Jesus und der Vater sind eins, Jesus repräsentiert, verbildlicht die Fülle Gottes. Und durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, all das über Gott zu erfahren, was Jesus uns lehren würde sozusagen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist ist die Erkenntnis Gottes nicht möglich. Das wäre der erste Schritt. Über den Heiligen Geist möchte ich noch eine Sache kurz sagen. Es gibt manchmal so diese Vorstellung, ja, wenn der Heilige Geist kommt, dann fällt man auf den Boden und fängt an zu zittern. Kann in Ausnahmefällen passieren, aber der Heilige Geist wirkt in meinem Leben nicht anders, als wie wenn Jesus direkt mit mir reden würde. Der Geist, der in Jesus war, ist der Heilige Geist gewesen. Und Jesus hat diesem Geist zu 100% Raum gegeben. Und wenn man anschaut, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dann erkennen wir, wie der Heilige Geist an uns Menschen handelt, weil es gibt dann auch manchmal eben die Angstvorstellung, ja, dann handelt der Heilige Geist und dann macht er mit mir irgendwelche Dinge und man wird, und es kommt so eine komische Furcht und Angst und das ist nicht von Gott, sondern so wie Jesus mit den Sündern, mit ganz normalen Menschen umgegangen ist, so geht der Heilige Geist auch mit uns um. Und wir können diesem Heiligen Geist absolut vertrauen, weil dieser Heilige Geist auch nur das in unserem Leben tun wird, was wir ihn zulassen zu tun.
Das heißt auch, die Kontrolle behalte ich. Ich kann natürlich in einer ganz normalen Beziehung auch immer Grenzen ziehen und kann immer sagen, nein, an diesem Punkt möchte ich einfach nicht tiefer gehen oder so. Der Heilige Geist wird das zulassen, weil er demütig ist, so wie Jesus demütig ist und weil er die Liebe ist und natürlich möchte, dass wir die Dinge freiwillig und aus Liebe zu ihm zulassen. Das heißt, ich will einfach an dieser Stelle nochmal dafür werben, dass der Heilige Geist ja wirklich ein liebevolles Reden Gottes ist in unser Leben hinein und er ja von dem Wesen her wirklich auch die Liebe ist und so mit uns verfährt. Gut, die Grundlage für Erkenntnis ist der Heilige Geist. Ladet euch ein, den Heiligen Geist immer mehr einzuladen, weil er gut ist und weil wir dadurch Gott erkennen können. Und wenn wir Gott erkennen können, und das ist jetzt natürlich auch dann irgendwo ein Kreislauf, wenn wir Gott erkennen, dann erkennen wir zuerst, dass Jesus derjenige ist, der wir sein sollen und wie Jesus ist und wie der liebende Vater ist. Also es ist auch so, dass die Tatsache, wie Jesus ist und wie er mit uns jetzt umgeht, werden wir nur erkennen durch den Heiligen Geist. Das ist eben auch so ein Ding, weil wenn wir die Geschichten über Jesus lesen, ohne den Heiligen Geist zu haben, werden wir sie nur mit der Brille dessen Verstandes lesen können, die wir haben. Und da werden wir nicht in die volle, in diese Fülle eintauchen, die ja in seinem Wort steckt. Also, Erkenntnis Gottes braucht es, damit wir das erkennen und dadurch auch erkennen, wozu wir berufen sind. Das zweite ist, die zweite Bitte, dein Reich komme. Und ich verbinde das mit dein Wille geschehe. So. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das hat sich wiederum auch in Jesus erfüllt, diese Bitte. Die ist schon erfüllt in Jesus. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes, und da steht im Griechischen Basileia, also das ist immer die Königsherrschaft, die damit verbunden wird. Die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus selber sagt es, weil in ihm, er ist ja der König, in ihm kommt diese Königsherrschaft zu den Menschen. Und an einer anderen Stelle heißt es, da wird er von den Pharisäern dann gefragt, wie verhält sich denn mit dem Reich Gottes? Und da steht in Lukas 17, Vers 20, und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt denn das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus selber ist der König gewesen und er ist es immer noch. Und dieses Reich Gottes ist durch den Heiligen Geist auch mitten unter uns und Jesus ist der Herrscher. Also durch Jesus ist das Reich Gottes nahe gekommen und vor allem ist es durch Jesus auf diese Welt gekommen. Natürlich ist der Vater im Himmel und im Himmel herrscht er, im Himmel sitzt er auf dem Thron und. Aber durch Jesus fängt an, dieses Reich Gottes sich auf dieser Welt zu manifestieren. Und das Interessante ist, wenn man dein Reich, wenn man Reich Gottes einfach eingibt in einem ganz normalen Konkordanz, dann kommt immer als erstes damit in Zusammenhang, dass Krankheiten geheilt werden und dass Menschen von Bindungen und bösen Geistern frei werden. Wenn das Reich Gottes auf die Erde kommt, dann ist es so, dass das die zwei signifikantesten Auswirkungen sind. Dazu kommt natürlich, dass Menschen in Einheit leben. Dazu kommt natürlich, dass Jesus angebetet und als König verherrlicht wird. Aber wenn von dem Reich Gottes die Rede ist, was durch Jesus anfängt, sich in dieser Welt zu manifestieren, ist es so, dass immer Krankheiten weichen müssen und dass Menschen heil werden und dass Menschen frei werden. Also, Jesus hat dieses Reich Gottes verkündigt. Er selber ist der König dieses Reiches. Und das ist das, was er uns aber auch aufträgt, im
Vater unser zu beten, dass es sich in dieser Welt manifestiert. Und durch wen geschieht das? Es geschieht jetzt durch uns, indem wir werden, wie Jesus ist, Theos ist. Was ist die Entsprechung an dieser Stelle? Es ist Buße. Über Buße wollte ich nochmal reden, weil das so ein schönes Thema ist. Und weil es verschiedene Verständnisse vielleicht auch von Buße da gibt. Und Jesus sagt ja an dieser Stelle in Markus, ich mache das nochmal zurück, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Mit Buße tun, da konnte ein Jude auf jeden Fall was anfangen. Die wussten, was das bedeutet. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es einen Unterschied gibt zwischen Buße im Alten Testament, speziell unter dem Alten Bund, muss man eigentlich konkret sagen, weil auch das Alte Testament ist größer als das, und Buße im Neuen Bund. Und das möchte ich mal ganz kurz nochmal entfalten. Das Thema Buße. Ich schreibe hier eben Alter Bund, Neuer Bund. Wir müssen wirklich aufpassen. Alter Bund muss von Altem Testament grundsätzlich, natürlich ist mit diesem Testament auch dieser Bund gemeint, wenn dann im Neuen davon gesprochen wird. Aber ich meine damit, wenn man jetzt den Tanach bezeichnet, also die hebräische Bibel, dann ist das viel, 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 viel mehr. Und viele Dinge, die im Neuen Testament dann unter dem Neuen Bund offenbar werden, sind im Alten Testament angelegt. Also das muss man unterscheiden. Wichtig ist jetzt an diesem Punkt, dass wir betrachten, wie das im Alten Bund lief. Und das ist damit gemeint, der Bund vom Sinai, der, wie ich das in dem letzten Video beschrieben habe, die Segnungen und den Fluch und all diese Dinge, wie Gott mit uns letztlich in Beziehung tritt, von unserem Verhalten abhängig macht und im Neuen Testament ist alles von Jesus abhängig ist. Deswegen ist eben auch die Art und Weise von Buße unterschiedlich. Im Alten Testament bedeutet Buße, ich verändere mein Verhalten, ich kehre um. Das heißt, ich habe vorher in Sünde gelebt und strenge mich jetzt an, das so nicht mehr zu tun und ändere mein Verhalten, damit Gott mich segnet. Das ist das im Alten Bund. Im Neuen Bund ist es anders, weil im Neuen Bund die Grundlage für Buße die Tatsache ist, dass Jesus am Kreuz schon alle Schuld getragen hat und dass alles, was uns von Gott trennt, schon aufgehoben ist. Das heißt, ich bin jetzt herausgefordert, in dieser Tatsache zu leben. Das heißt, ich erkenne, dass ich Jesus brauche. Natürlich bin ich ein sündiger Mensch. Deswegen brauche ich Gott. Mit all dem, wie ich bin, kann ich Gott nicht genügen. Aber der Weg geht nicht, ich ändere mein Tun und werde besser und strenge mich an, damit Gott mich segnet, sondern ich erkenne an, dass Jesus das alles für mich getragen hat und nehme es für mich in Anspruch. Hier ist es auch so, dass ich sage mal so, ich schreibe das nochmal kurz auf. Der Segen hängt an unserem Verhalten. Der Segen hängt an unserem Verhalten. Also in dem Moment, wo ich Buße tue, heißt das, ich esse mein Verhalten und dadurch begegnet mir Gott anders. Im Neuen Bund heißt das, ich vertraue auf stellvertretende Sühne Jesu am Kreuz. Ich vertraue auf das Kreuz, schreibe ich kurz hin. Ich vertraue auf das Kreuz. Und
hier ist es ja so, dass die Buße, und das ist bei Buße immer so, Buße beinhaltet nicht nur ein Bekenntnis von Sünde, sondern es beinhaltet auch das konkrete Veränderung im Verhalten. Das heißt, ich drehe mich eigentlich 180 Grad. Und im neuen Bund geschieht das, indem wir nicht mehr nach unserem alten Menschen herleben, sondern den neuen Menschen anziehen. Das heißt, dass wir durch den Geist Jesus in unser Herz einladen und dass wir anfangen, in diesem Geist zu laufen und dadurch der Sünde keinen Raum mehr geben. Also ich schreibe hier, den neuen Menschen anziehen. Das ist wichtig, weil die Grundlage dafür, wie ich ein besseres Leben leben kann, die ist schon gelegt. Am Kreuz hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Jesus ist das Erbe und er ist da. Und deswegen brauche ich das nicht mehr erzeugen, sondern ich empfange das, indem ich den neuen Menschen anziehe. Das, was er mir geschenkt hat, das empfange ich und nehme es an. Luther hat von diesem Tausch am Kreuz sozusagen gesprochen. Ich gebe Gott meine sündigen, alten, dreckigen Kleider und empfange die reinen und weißen Kleider Jesu. So das sündige Hürlein tritt quasi ans Kreuz und empfängt den Brautschmuck. Und das ist genau das, was am Kreuz passiert. Und ich ziehe den neuen Menschen an. Das hat nichts mit Leistung zu tun. Wichtig ist nur, dass wir unsere Sünde bekennen, dass wir sie einsehen und bereit sind, anders zu leben. Aber genau das geschieht nicht durch Anstrengung, sondern durch Anziehen des neuen Menschen. Um das nochmal deutlich zu machen, an einem Beispiel, es gibt eine schöne Geschichte. In der Geschichte ist es so, dass ein Mann, der hat so einfach sein Leben gelebt und er hat in einem Haus gelebt, die Bude war verrümpelt und alles Mögliche hat da drin stattgefunden. Und eines Tages kommt jemand zu dem Mann und sagt, morgen wird Gott dich besuchen. Der Mann denkt, Hilfe, in meiner Bude sieht's aus, wie soll das zugehen? Ich muss dringend was ändern, wenn Gott kommt. Und er sagt, ich habe aber selber überhaupt keine Möglichkeit, das schaffe ich nicht bis morgen, das ist völlig unmöglich. Und am nächsten Morgen steht er auf und ein Nachbar klingelt. Und der Nachbar sagt, ja, ich habe das hier gehört, Gott will dich besuchen, ich helfe dir. Und mit diesem Nachbar räumt er die ganze Bude aus. Alles, was da nicht reingehört, alles, was nicht in Ordnung ist, kommt raus. Großer Container wird voll gemacht und am Abend blitzt die Bude blitzeblank. Und dann sitzt er mit seinem Nachbar da und sagt sich, na, ich dachte irgendwie, Gott käme. Und da sagt der Nachbar, ich bin's, Jesus. Dein Gott. Und das offenbart den Unterschied in der Buße zwischen Alten Testament und Neuen Testament, oder Alten Bund und Neuen Bund, besser gesagt. Der Mann hatte das normale religiöse Denken, was irgendwie jeder Mensch hat. Er denkt sich, ja Gott kommt, okay, dann muss ich jetzt besser werden und ich muss meine Hütte aufräumen. Aber was uns durch den Neuen Bund gegeben ist, ist die Tatsache, dass Jesus das mit uns zusammen tut. Und dass wir Gott schon begegnen können an dem Punkt, wo wir stehen, auch wenn viele Dinge noch nicht so sind, wie sie sein sollen. Das ist der große Unterschied. Und dahinter steckt natürlich immer ein gewisses Schamempfinden. Wir empfinden natürlich eine gewisse Scham für die Dinge, die in unserem Leben nicht stimmen, wo wir schuldig geworden sind. Ist richtig. Aber diese Scham hindert uns oft, diese Dinge mit Gott zusammen selber zu bereinigen. Und diese Scham treibt uns immer wieder in dieses Denken rein, ja, ich muss erst besser werden, damit Gott mir begegnen kann. Und das stimmt nicht. Gott hat all die Sünde, all die Schuld getragen, es ist vollbracht. Er begegnet uns und jetzt fängt er an, diese Dinge in unserem Leben zu bearbeiten und mit uns aufzuräumen. Und wir sind frei von Scham. Wir können alles vor Gott ausbreiten. Er ist damit fertig geworden. Das ist der Unterschied zwischen dieser Buße im Alten Testament
oder im Alten Bund besser gesagt, und im Neuen Bund. Und das Ding ist auch, Jesus hebt ja dieses Denken durch die Bergpredigt auf ein Niveau, was es verdeutlicht, dass es unmöglich ist, durch dieses Verhalten die Güte Gottes zu erlangen. Er sagt ja, ja nicht nur der die Ehe bricht, also konkret, sondern schon wer in Gedanken eine andere Frau begehrt, bricht mit ihr die Ehe. Und er geht an die Wurzel unseres Denkens und unseres Seins und erklärt, es ist unmöglich, da besser zu sein und sich so weit zu heiligen und anzustrengen, damit Gott einem begegnet. Es ist unmöglich. Oder mit dem Töten, wo er sagt, ja, jeder, der seinen Bruder einen Narr nennt, der tötet. Und es passiert natürlich, dass man sich über jemanden aufregt und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und es wird an dieser Stelle deutlich, dass wir diese Gebote nicht halten können. Und das Ding ist auch, dass, und das ist nochmal ein großer Unterschied, im Alten Bund bin ich beim Thema Buße die ganze Zeit mit mir beschäftigt. Der Blick ist auf mich gerichtet. Die ganze Zeit bin ich damit beschäftigt, habe ich das richtig gemacht, habe ich es falsch gemacht. Wenn ich es falsch gemacht habe, muss ich mich verbessern. Wenn ich es richtig gemacht habe, dann muss ich ja wieder aufpassen, dass ich nicht stolz bin. Und wenn wir diesen Blick auf uns richten und unsere Herzensregungen anschauen, werden wir feststellen, so geht es mir zumindest, es ist unmöglich, ein reines Herz zu haben. Es ist unmöglich, es irgendwie besser zu machen. Man könnte sich anstrengen und anstrengen und anstrengen. Du hast immer wieder die Gefahr, dass du in Sünde reinfallen könntest, schon irgendwo in Gedanken. Und du bist am Ende nur im Kreisen um dich selber. Und im neuen Bund ist es aber eine komplett andere Geschichte. Der Blick ist auf Jesus gerichtet. Gott sagt letztlich, lass diese Geschichte einfach sein. Ich habe das am Kreuz getragen, es ist vollbracht. Und jetzt empfange den neuen Menschen. Richte deinen Blick auf diesen neuen Menschen und zieh ihn an. Das ist deine eigentliche Identität. Und damit sollst du dich beschäftigen und dem sollst du Raum geben durch den Heiligen Geist, der in dir ist. Und insofern ist auch völlig klar, wie Paulus sagt, ja, wisst ihr nicht, dass ja, Buße oder Umkehr ein Geschenk Gottes oder eine Gnade Gottes ist? Ne? Es ist ein Geschenk, was ich auspacke. Und das größte Hindernis für dieses Geschenk ist die Tatsache, dass wir es uns irgendwie selber erarbeiten wollen. Deswegen male ich jetzt einfach nochmal das hier hin. Wie immer, Kinder haben es da viel leichter mit Geschenken. Es ist so, Kinder packen gern Geschenke aus. Und für uns ist es so, dass dieser neue Mensch bereit liegt und wir brauchen ihn bloß auspacken und anziehen, weil der ganze Alte, der ist schon am Kreuz getragen. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, beschäftigt euch damit. Gebt dem Raum und zieht diesen neuen Menschen an. Das heißt, wirklich jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, der Unterschied zwischen im Alten Bund, der Buße ist, hier bin ich ja auch ständig mit mir beschäftigt und mit meiner Schlechtigkeit. Schau mal, das hast du nie geschafft. Ist auch ein total demütigendes und aber auch ja, zerdrückendes Gefühl. Und ja, wir sind schlimm, das stimmt, ist so. Aber im Neuen ist der Blick irgendwie viel konstruktiver. Ja, die Sünde ist da. Ja, wir müssen sie auch bekennen. Ja, die Wahrheit fällt durch Jesus in unser Leben. Aber ich habe ein Geschenk und das ist mir gegeben und das kann ich auspacken und das ist meine eigentliche Identität, Christus. Und den ziehe ich jetzt an. Und das Interessante ist, wir denken manchmal, wir müssten Leuten erklären, ja, was irgendwie nicht richtig ist und. Bei Jesus ist das anders gewesen. Wenn wir uns die Geschichte von Zachäus angucken, dann ist es so, das war ein Mann, der war ein Zöllner, der war ein Sünder. Alle Leute haben ihn abgelehnt, weil er natürlich als Jude sein eigenes Volk im Prinzip finanziell an die Römer verraten hat. Und er wusste das natürlich auch
Und die hatten alle keine Gemeinschaft mit ihm, weil da würden alle sagen, ja, Zachäus, du musst erstmal hier dein ganzes Verhalten ändern, dann wird Gott zu dir kommen und, und. Die wussten alle, wie es geht, religiös. Aber was hat Jesus gemacht? Jesus hat zu dem Zachäus gesagt, hey, ich will Gemeinschaft mit dir haben, ich will heute bei dir essen. Und er hat ihn einfach angenommen und geliebt. Und die Liebe Gottes hat in ihm bewirkt, was hier nur durch Krampf und alles Mögliche passiert wäre. Er hat bewirkt, dass er gesagt hat, okay, gut, ich muss umkehren. Ich lasse dich jetzt in meinem Leben regieren, du bist jetzt mein König. Und er hat diesen neuen Menschen angezogen, den Leuten, die er übervorteilt hat, er zurückgegeben. Die er betrogen hat, und er hat an Arme seinen Besitz verteilt. Bei Jesus ist immer so, dass Buße bedeutet, ich bin geliebt und gehalten und gleichzeitig wird trotzdem der ganze Mist bereinigt. Das wollte ich nochmal zum Thema Buße sagen. Weil dadurch natürlich die ganze Geschichte mit Dein Wille geschehe in unser Leben kommt. Und da sind wir genau an diesem Punkt mit der Einheit in Jesus. Also bei Zachäus war es so, Jesus kommt zu ihm und er hat Gemeinschaft mit ihm und dadurch, dass Jesus einfach nur da war, war klar, was ist der Weg? Weil Jesus ist der Weg. Und er hat dann angefangen, Buße zu tun und ist dadurch in die Einheit mit Gott gekommen. Aber auch der Zachäus hatte vorher schon einen liebenden Vater und es war vollbracht. Ne? Das ist irgendwie wichtig. Das heißt, und da sind wir jetzt an dem zweiten Punkt, also von dem Vater unser, ne? Also dein Reich komme, das war das, wie Jesus in diese Welt kommt und unsere Antwort darauf Buße. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, nämlich, dass Gott handelt und wir Früchte bringen. Und der entspricht diesem Bittruf, Dein Reich komme. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden, so rum. Ah. Ich schreibe das jetzt nochmal groß. Also das machen wir nochmal in Klammern. Dein Reich komme, das hatten wir ja hier schon, wie im Himmel, so auf Erden. Darauf liegt jetzt der Fokus beim dritten. Auch da ist es wieder so, Jesus hat das natürlich schon erfüllt. Wie das Reich Gottes in dieser Welt aussieht, das hat Jesus gezeigt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie viel Reich Gottes in dieser Welt ist möglich? Und es ist natürlich so, dass wir als Menschen immer dazu neigen werden, ja, das kommt später noch. Das hat Jesus zwar schon erfüllt, aber das kommt dann später noch. Und was wir damit tun ist, wir schieben unsere Verantwortung ab, weil das echt herausfordernd wäre und verlagern die Sache einfach auf später. Aber wie viel Reich Gottes ist hier möglich? Das ist die spannende Frage. Wie viel Himmel ist auf Erden möglich? Und natürlich werden wir nicht die Fülle Gottes in dieser Welt mit unseren natürlichen Möglichkeiten erleben. Das würde uns eigentlich vernichten, kann man so sagen, weil Gott viel zu heilig ist und viel zu krass. Aber das, was Jesus auf dieser Erde gelebt hat mit seinen Jüngern, das sollen wir auf jeden Fall erleben. Und das ist auf jeden Fall das, was uns in dieser Welt verheißen ist. Und es gibt auch im Alten Testament, und das muss man sich vorstellen, alter Bund, Jesus noch nicht da, mit dem Heiligen Geist ist es noch nicht so diese Fülle da vielleicht, ja, wie im Neuen Bund. Und gleichzeitig haben manche Leute schon echt krasse Sachen erlebt. Wenn wir an Mose denken, der war 40 Tage ohne Essen und Trinken auf dem Sinai oben in der Gegenwart Gottes. Also erstmal 40 Tage ohne Essen, ja, ohne Trinken, nein, das wird nichts. Und das ist das, was der erlebt hat. Und er wartet in der Gegenwart Gottes unter den Voraussetzungen des alten Bundes und kam wieder und hat natürlich geleuchtet wie die Sonne, weil er Gott die ganze Zeit angeschaut hat. Also insofern eigentlich eher wie der Mond,
weil die Sonne den Mond anstrahlt. Aber auf jeden Fall, es sind krasse Dinge möglich und das Problem ist einfach, dass wir dazu neigen, die Verantwortung dafür nicht zu übernehmen, weil das uns herausfordert und weil wir natürlich damit konfrontiert sind, dass viele Dinge in unserem Leben noch nicht erlebbar sind. Wenn das so ist, dass überall, wo Jesus war, die Krankheiten geheilt wurden, Dämonen ausgefahren wurden und die Sünder und die Zöllner und Huren und alle möglichen das Reich Gottes empfangen haben und er sogar zu den Pharisäern sagt, ja, die werden sogar vor euch ins Reich Gottes reingehen, dann ist das herausfordernd. Aber es ist genau das, was gemeint ist mit wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist genau das, wozu wir berufen sind. An Christi Stadt sagen wir, lasst euch versöhnen mit Gott. Und insofern ist es auf jeden Fall so, dass Gott möchte, dass mehr Himmel auf dieser Erde ist, als wir jetzt erleben. Und wie gesagt, nochmal als eine Erinnerung auch, das Paradies war als ein Ort in dieser Welt beschrieben, ganz am Anfang in Genesis. Und Adam und Eva waren in diesem Paradies in ganz enger Gemeinschaft mit Gott und dadurch war ihnen der Auftrag gegeben, dass sie herrschen sollen in dieser Welt und sich durch diese Herrschaft das Reich Gottes in dieser Welt ausbreitet. Gott möchte, dass diese Welt unter seine Herrschaft kommt, dass sein Königtum in dieser Welt sich vollzieht. Und Adam und Eva sind ja gescheitert, was Gott auch schon vorher wusste. Und durch Jesus ist uns diese Herrschaft wiedergegeben. Nicht, dass wir herrschen, sondern dass wir sein Königtum anerkennen, indem wir uns mit ihm eins machen und unter seinen Willen beugen, weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber dadurch die Herrschaft Gottes in dieser Welt möglich ist und sein Reich kommt und sein Reich erlebbar ist, wie im Himmel, so auf Erden. Was steht dem auf der menschlichen Seite gegenüber? Es ist Nachfolge. Nachfolge. Letztlich ist Nachfolge ein ganz großes eigenes Thema, aber es geht schlicht darum, Jesus als König anzuerkennen und auf seine Stimme zu hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Für die Nachfolge ist das Entscheidende letztlich, dass wir Gott vertrauen und im Heiligen Geist einfach diese Dinge umsetzen, wie wir sie hier am Anfang beschrieben haben, nämlich dass Theosis stattfindet. Es muss bei mir anfangen, dass ich mich verändere und dass ich die Berufung, so zu sein wie Jesus, annehme und in der Beziehung mit ihm diese Dinge für mich Wirklichkeit werden lasse. Und dieser Weg, den man dann so geht, der ist eigentlich mit Nachfolge beschrieben. Und dadurch ist es so, dass am Ende diese Bitte erfüllt wird, wie im Himmel, so auf Erden. Und die größte Herausforderung in dem ganzen Prozess ist einfach nur die, dass es ein Weg ist, auf dem wir Verantwortung übernehmen müssen für unser Leben. Niemand anders kann Verantwortung übernehmen für unser Leben. Wir beten oft, ach, himmlischer Vater, mach doch das, mach doch das. Ja, manche Sachen muss Gott machen. Andere Sachen sind uns schon gegeben und Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und wir sind in der Verantwortung, den neuen Menschen durch Buße anzuziehen und anders uns zu verhalten. Und diese Dinge kann uns Gott nicht abnehmen. Da kann er auf unsere Bitten nur sagen, habe ich dir gegeben, fang an darin zu leben und komm mit mir über die Dinge ins Gespräch.
das ist, denke ich, die größte Herausforderung, dass wir letztlich einfach dafür Verantwortung übernehmen müssen, wie wir leben. Und diese Verantwortung wird aber dazu führen, dass das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar wird. Und auf diese Art und Weise werden wir zu Trägern seiner Gegenwart. Und am Ende ist es dadurch möglich, dass Gott die Ehre gegeben wird. Im Schluss von Psalm 150 heißt es, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Und das ist das, was am Ende das Reich Gottes ausmacht. Seine Königsherrschaft, das alles ihm preist und das alles ihn ehrt als wahren König. Und wir auch von unserem Vater die Ehre empfangen, wie wir sie einfach als Kinder haben. Amen.